Ich habe heute Mango Sticky Rice Sushi gemacht. Als ich in Thailand war, war Mango Sticky Rice mein absolutes Lieblingsdessert. Und heute gibt's das in einer Sushi-Variante. Ich habe alle Zutaten für dieses Rezept bei Penny gekauft. Das war auch echt richtig günstig, muss ich sagen. Zuerst wascht ihr Basmati-Reis, sodass das Wasser ganz klar ist. Und dann koche ich den Reis in einem Topf, weil ich leider keinen Reiskocher habe. Und dann erhitze ich 175 Milliliter Kokosmilch, 80 Gramm Zucker und eine Prise Salz. Und wenn der Reis dann auch fertig ist, gebe ich die Kokoszuckermischung dazu und vermenge das Ganze. Und dann schneide ich die Mango zu. Die war richtig juicy, Leute. Fast wie in Thailand. Und jetzt kommt meiner Meinung nach das Coolste, und zwar das Schichten. Dazu habe ich den Reis in meine Sushi-Form gepackt, habe die Mango obendrauf platziert und etwas platt gedrückt. Okay, Leute, ich bin obsessed. Wie gut sieht das bitte aus? Und als allerletzten Schritt habe ich noch Speisestärke mit Wasser vermengt und die restliche Kokosmilch hinzugegeben, das alles nochmal aufgekocht. Und diese Kokosmasse verteile ich dann nochmal auf dem Sushi. Und fertig ist unser Mango Sticky Rice Sushi. Ich bin so aufgeregt. Das sieht so gut aus. Ich übertreibe wirklich nicht, aber es ist so unglaublich lecker.